Seit 1477 verbindet die Gemeinden Grünburg und Steinbach eine Brücke über die Steyr. Sie war ein Teil der Hauptstraße durch das Steyrtal und eine direkte Verbindung zwischen der Steyrtalbahn und der alten Messerfabrik in Steinbach. Einige Male wurde sie durch Hochwasser zerstört und anschließend wieder aufgebaut. Der alte Betonsteg aus dem Jahr 1961 wurde im November 2014 durch eine moderne, barrierefreie Eisenkonstruktion ersetzt. Die offizielle Eröffnung des neuen, über 55 Meter langen und 35 Tonnen schweren Überganges wurde mit einem großen gemeinsamen Fest der beiden Gemeinden gefeiert. Also wir sind wirklich stolz und freuen uns auch unheimlich über die Brücke. Ja, da wirklich historische Dimensionen, weil dieser Übergang da zwischen Storbach und Grünburg, das gibt es seit 1477. Und jetzt haben wir die dritte Version. Zuerst war es Holz, dann nach dem Hochwasser 1959 Beton und jetzt ist es eine Metallkonstruktion. Und es ist bequemer zum Begehen, weil die Stufen sind alle weggefallen und der Radweg ist eingebunden. Also es hat nicht nur für den Fußgängerverkehr oder überhaupt für den Austausch zwischen den zwei Gemeinden Steinbach an der Steyr und Grünburger Bedeutung, sondern hat auch darüber hinaus für den Steyrtalweg eine besondere Bedeutung, weil dadurch der Sporster zwei Kreuzungen, ja, die man bisher alle ein bisschen mit einem Bauchweh befahren hat. Ja. Und jetzt fährst du unter der Hauptstraße durch und auf Steinbacher Ufer um und über den neuen Steg querst du dann. Also ist perfekt. Der ganze Radweg ist dadurch sicherer, attraktiver und familienfreundlicher geworden. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir unsere Zeit und unsere Ideen und letztlich auch die Steuergelder dafür einzusetzen und die Qualität, die Lebensqualität zu erhöhen für die Menschen, aber auch die Qualität des Lebensraums. Und die Brücke leistet dazu einen guten Beitrag. Damit dieses Ereignis auch akustisch weithin zu vernehmen war, sorgten die Mollner Prangerschützen mit lautem Salut. Die Wiedererrichtung des für beide Gemeinden und für den Tourismus so überaus wichtigen Bauwerks ist auch ein großer Gewinn für die gesamte Region. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass der Steg so geworden ist, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Eher gesagt, nur schöner geworden, als wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Und wir haben es vorhin schon gehört, immer wieder für beide Gemeinden ein Jahrhundertereignis. Und wir sind ganz, ganz stolz, dass wir den Steg in derer Form gekriegt haben. Mit Bürgermeister Augustin verbindet den Steinbacher Bürgermeister Christian Dörfel eine Freundschaft seit jenen Tagen, als sie gemeinsam noch den Kindergarten besuchten. Mit Bürgermeister Augustin war ich gemeinsam im Kindergarten, weil Storbach hat damals noch keinen gehabt. Jetzt waren wir im Kindergarten, haben gemeinsam Song gespielt, sind eigentlich Kindergartenfreunde. Der Kontakt ist ja nie angerissen zwischen uns, aber wir hätten nie geglaubt, dass wir einmal zur selben Zeit Bürgermeister sind, ich in Storbach, er in Grünburg. Und nur weniger hätten wir geglaubt, dass wir genau in diesem Zeitraum, dass wir da wieder gemeinsam was bauen. Da waren es halt Sandburgen und was weiß ich was. Und jetzt ist es eine Brücke. Ja. Aber es sagt sich, wir haben das Bauen nicht verlernt. An den Errichtungskosten für die modernste Brücke Oberösterreichs, den Rad- und Fußgängersteg über die Steyr, hat sich auch das Land Oberösterreich maßgeblich beteiligt. Diese Brücke hat ungefähr 1 Million Euro gekostet. Eine länderübergreifende Brücke zwischen Grünburg und Steinbach oder zwischen Steinbach und Grünburg. Ich habe eine große Freude mit dieser Brücke. Es ist ein wunderbarer Augenblick, hier verweilen zu können. Und ich denke, dass diese Brücke für beide Gemeinden lebenswichtig ist. Die Brücke wurde zum ersten Mal 1477 urkundlich erwähnt. Zwischenzeitlich ist sie manchmal weggerissen worden bei Hochwässern oder zusammengefallen. Jetzt haben wir eine dauerhafte Stallbrücke gebaut. Die müsste mindestens 100 oder 150 Jahre halten. Die wird etwas über unsere Lebensdauer hinausgehen. Und es ist ein gelungenes Werk. Ich gratuliere beiden Gemeinden zu dem, was hier geschaffen wurde.
Besonders erfreulich ist jene Tatsache, dass die Bauarbeiten an der neuen Brücke von regionalen Unternehmen ausgeführt wurden. Die ganzen Bauarbeiten sind überwiegend von Firmen aus dem Steiertal oder aus der näheren Umgebung gemacht worden. Ja. Und der Planer und örtliche Bauaufsicht war der Diplom-Ingenieur Weichselbaumer aus Steinbach an der Steier. Und der Montageleiter der Firma Hartl, die in Waldneukirchen ist, ist auch ein Storbacher. Das ist der Schanreitner Markus. Also es war fast ein Heimspiel für alle. Und so soll es sein. Weil mit unseren Investitionen sichern wir Arbeitsplätze in der Region. Und auch das ist unser Auftrag. Und das, glaube ich, ist super gelungen in dem Fall. Mit einer besonderen Ehrung überraschte Bürgermeister Dörfl beim Festakt Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesel. Ihm wurde vom Gemeinderat einstimmig die Ehrenbürgerschaft von Steinbach an der Steier verliehen. Ja, da hat man mich wirklich überrascht. Ich würde nicht sagen, man hat mich am linken Fuß erwischt. Ich habe es aber nicht gewusst. Umso mehr freue ich mich. Das ist auch für einen, der in der Öffentlichkeit steht und der natürlich aufgrund des Berufes immer wieder auch im Brennpunkt steht der verschiedenen Interessen, doch eine Anerkennung, dass man sieht, dass jahrelanges Bemühen auch letzten Endes anerkannt wird. Und ich freue mich, dass alle Fraktionen, alle Gemeinderäte mitgestimmt haben. Und da ist so eine Auszeichnung dann wirklich eine Auszeichnung.